Ja, Bosse Benny. Ja, siebte Niederlage. Damit sind wir endgültig in der untersten Nahrungskette angekommen. Aber ich sag mal so, wenn wir im Rudel leben würden, dürften wir momentan die Knochen ablutschen, die ganz großen Vierbeiner liegen lassen. Hör mal, ich höre nach jeder Niederlage die Interviews im Fernsehen, bevor ihr euch den Scheitel zurechtgemacht habt. So kann es nicht weitergehen. Och, echt? Ich sage euch jetzt mal was, wie es nicht weitergehen darf. Wie kann es sein, dass die Gladbacher mit dem Kotelett zwischen der Hauer auflaufen und beim 1:0 so frei sind, dass sie während die Pocke in der Luft ist, eine Kniffelrunde machen und der Gewinner, der darf da reinköppen? Wie kann es sein, dass wir im Moment einen Schnapper zwischen den Pfosten haben, der im Moment bei jeder Parätchen aussieht, als wäre ein Erste-Hilfe-Kurs für Seepferdchen machen würde? Da liegt er am Rücken wie eine Galapagos-Schildkröte und macht ein Bäuerchen. Was ist denn los? Wie kann es sein, dass wir einen Kapitän im Moment haben, wo die Interviews nach dem Spiel noch schlechter sind als seine Leistung? Hör mal, Kapitän, der nicht vorne weggeht. Das ist ein Indianer, der einen Sattel braucht. Brauchen wir auch nicht. Also, Mats, nimm dir hier das Haarband von Casey aus der Glatze, schnapp dir die Binde und vielleicht wird unser Reus dadurch auch wieder besser. Da braucht er sich nicht 70 Minuten darauf zu konzentrieren, was er da am Spiel für Interviews gibt, die sowieso kacke sind. Oder lass den kleinen Wunderwelpen Batida neben den Wikinger kicken. Da lernt er wenigstens während der Zeit noch was. Mensch, ey. Wie kann es sein, dass wir die schlechteste Fußballmannschaft einschließlich der Thekenmannschaft TuS Esomatte bei Standard sind? Hör mal, ich mache immer einen Aufruf. Gibt es irgendwo einen arbeitslosen Verteidiger? Ich zahle den Klopper aus. Was musst du können? Also, Fußballschuh wäre nicht schlecht. Mach dir die Pizzasoße vom Unterhemd, kriegst ein Trikot von uns. Und er sollte bei Standards wenigstens hochspringen. Körperkontakt zum Gegner wäre auch nicht verkehrt. Und wenn du dann auch einen Gegenspieler deckst, den die IT vorm Spiel zuweist, wäre auch nicht so schlecht. Also, macht mal hier so ein Bewerbungsschreiben unter dem Hashtag Klopper für Coroles in der Turnhose. Können an Borussia Dortmund oder können mir gleich an meine Maschine eine Schippe kleben. Ich reich das dann weiter. Natürlich sagen jetzt wieder irgendwelche Grottenolme und picken sich hier die Kirsche aus der Ferrero-Muschi oder wie die heißt da. Oh, wir haben nur 30 Minuten gut vor dem Murmel getreten. Alter Lachs, was nützt uns das denn? Wenn wir einer der drei besten Mittelstürmer da vorne in der Welt haben. 30 Minuten gut bolzen und dann 60 Minuten wieder rumlaufen bei Standards, als hätten wir eine Zweikampfallergie im Sprunggelenk. So, ich bin jetzt komplett durch, aber komplett. Ich gehe jetzt runter zu meinen Enten und frag mal nach, ob eine bei Eckbällen oder Freistöße im 16er mal Zeit hat. So, ich wünsche euch jetzt bessere Magenwerte als ich am Wochenende. Bleibt alle gesund, auch unten rum. Und vielleicht kommen auch mal wieder bessere Zeiten. Aber nicht dieses Wochenende. Nicht dieses Wochenende. Und das hier, das ist für alle Borussen-Fans. Und nicht für die hochbezahlten Profis. Für mich und alle Fans. Da gibt es nur eins. Aber wirklich nur eins. Nur der BVB. Aber nur der BVB.